nicht so weit. 3:1 führt der FC Schalke 04 in diesem Elfmeterschießen. Und der nächste Widersacher von Jens Lehmann heißt Aaron Bitt. Er schießt vorbei! Der Ball geht gut und gerne 2 Meter am rechten Torpfosten vorbei. Lehmann wäre gar nicht da gewesen in dieser richtigen Ecke, aber braucht er ja auch nicht. Und damit ist ja schon fast alles klar. Damit ist fast alles klar. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Elfmeter. Und das macht Marc Wilmots. Es steht 3:1 nach Elfmetern und er schießt flach in die linke Ecke. Und der FC Schalke 04 ist UEFA-Pokalsieger 1907. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Gleich am Anfang tolle Szene im UEFA-Cup-Finale 1997. Mittendrin statt nur dabei war Andreas Müller, den wir in Österreich ja als Sportdirektor von Rapid kennen, der aber in Deutschland Meister wurde, UEFA-Pokalsieger war, im deutschen Cup-Finale stand und auch einmal das Tor des Jahres erzielte. Grüße, Herr Andreas Müller. Hallo, schönen guten Abend. Und natürlich auch dabei Dominik Vogelsinger, unser Platin-TV-Experte. Wir freuen uns heute auf einen Abend und sprechen wir gleich einmal über diese Emotionen beim Europacup-Finale 1997 beim Rückspiel in San Siro. Wie war das, Andreas Müller? Ja, insgesamt war das ja eine UEFA-Cup-Saison. Wir wurden getragen von einer Euphorie. Es hat uns keiner was zugetraut. Wir waren das erste Mal seit langer Zeit wieder mit Schalke 04 international unterwegs. Und von Runde zu Runde haben wir uns gesteigert. Und unsere Stärke war sicherlich, dass wir einen absoluten Teamgeist in der Truppe hatten, dass wir defensiv sehr stabil waren, dass wir viele Tore erzielt haben über Standardsituationen. Und nach dem 1:0 Hinspielsieg, es gab ja noch 2 Endspiele damals im UEFA Cup, haben wir natürlich schon uns was ausgerechnet in Mailand. Aber es war ein verdammt schwieriges Spiel. Vor allem war es natürlich unheimlich laut. Es war eine Atmosphäre im San Siro. Es war unglaublich. Aber als wir dann in der Verlängerung waren und das noch Gott sei Dank über die Zeit gebracht haben mit dem 0:1 Rückstand, im Elfmeterschießen, unser Huub Stevens, unser Trainer, war ja immer sehr gut vorbereitet, hat dem Jens Instruktionen gegeben über die Schützen. Dass es dann so funktioniert hat, ist natürlich dann auch ein bisschen Glück, aber am Ende dann, wo Marc Wilmots den Elfmeter verwandelt hat zum 4:1, da brachen natürlich alle Dämme und das war unfassbar, unbeschreiblich. Wir haben eine lange Nacht gehabt, wir sind direkt zurückgeflogen von Mailand, und haben dann wirklich die ganze Nacht durchgefeiert. Und ich glaube, am Wochenende in der Bundesliga war es dann nicht mehr so dolle, das Spiel. Dominik, wie kannst du dich an dieses Finale erinnern? Ja, ich habe mir das alles eigentlich im Nachhinein angeschaut. Also ich habe das nur, ich bin ein bisschen ein jüngerer Jahrgang, da bekommt man ja nicht alles so mit. Aber wer sich generell für die deutsche Bundesliga interessiert, der weiß, was in Schalke vorgegangen ist und wie riesig das damals war. Und ja, und wie man heutzutage auch hofft, dass man wieder einen größeren Titel erreicht, sei es Meisterschaft oder Europapokal. Also unfassbar, was damals abgeliefert worden ist. Also kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Also wenn der Andreas erzählt davon, stellt es ganz laut auf. Ja, und die Spieler von damals, die diesen Titel geholt haben, die genießen ja heute auf Schalke noch immer Kultstatus mit einem Marc Wilmots, der im ersten Spiel das 1:0 und dann den entscheidenden Penalty geschossen hat, mit damals dem Trainer Huub Stevens, der ja, ich glaube, damals vor dieser Saison zu Schalke gekommen ist. Wie war er als Trainer? Er ist ja auf Berger nachgefolgt. Richtig, also wir hatten in der Bundesliga keine allzu gute Start. Phase gehabt und dann war es, glaube ich, im Oktober in der Saison ist der Jörg Berger entlassen worden. Wir haben aber da die erste Runde schon gespielt im UEFA Cup gegen Roda Kerkrade und da war der Huub Stevens Trainer und irgendwie hat Rudi Assauer, der Trainer, so imponiert, wo der da an der Seitenlinie stand, hat er auch immer einen ganz ernsten Blick, der Huub, und er war halt ein unglaublicher Disziplinfanatiker. Hat uns aber gerade in Sachen Training
hat er komplett umgestellt. Wir hatten sehr viel lange Läufe immer bei Jörg Berger gemacht und irgendwas musste verändert werden. Und vom, rein vom Training her hat der Hüb dann sehr viel kurze Intervalle gemacht, sehr, sehr viel mit Ball, wie man das aus den, aus der holländischen Schule oder von holländischen Trainern eigentlich auch kennt. Und von daher war das eine Umgewöhnung, die am Anfang sicherlich nicht ganz einfach war für uns, aber es wurde dann besser und besser und er hat Teamgeist in der Truppe geschaffen, hoch anzurechnen auch. Rudi Assauer hat bei jedem Europacup-Auswärtsspiel hat er die Frauen eingeladen, die durften mitfliegen. Wir sind meistens 3 Tage unterwegs gewesen, direkt nach dem Bundesligaspiel Samstag sind wir sonntags geflogen, zum Beispiel nach Teneriffa und dann aber auch erst wieder am Dienstagnacht zurück. Also da hat sich was entwickelt in der Mannschaft, aber auch natürlich im gesamten Verein. Und das hat uns getragen wie ein, auf einer Wolke mit Euphorie. Und der entscheidende Punkt war sicherlich, dass der Hüb Stevens die Mannschaft eine Philosophie mitgegeben hat, wo wir wirklich das Vertrauen hatten, dass es genau passt. Und das war letztendlich dann auch der Schlüssel, dass wir so eine grandiose Europacup-Saison spielen konnten. Viele Spieler waren schon, denke ich mal, so am Zenit ihrer Karriere, also schon eine relativ alte Mannschaft in Anführungszeichen, aber das war ein Highlight dann für jeden und deswegen haben sich auch alle Spieler für dieses Ziel nochmal so weit wie möglich im Europapokal zu kommen, absolut fokussiert, dass es natürlich dann zum Titel da gereicht hat, das konnte keiner vorausahnen und es war eigentlich eine Sensation mit unserer Mannschaft. Aber man konnte da auch schon sehen, was eigentlich ein gutes Trainerteam, ein gutes Umfeld, an der Spitze natürlich ein Manager, der von allen Spielern das höchste Vertrauen genossen hat und natürlich eine Mannschaft, die sich komplett zusammengeschweißt hat zu einem richtigen Team und dadurch war das dann am Endeffekt möglich. Inter war ja damals eine richtige Startruppe und großer Favorit in dem Finale. Gegen welche Leute habt ihr damals gespielt? Es waren ja unglaubliche 30.000 Fans nach dem 1:0 im Hinspiel auf Schalke in San Siro dabei. Also 30.000 haben euch zu diesem Sieg getrieben. Richtig, also die waren natürlich auch schon den ganzen Tag über in Mailand in der Stadt, am Mailänder Dom. Ich glaube, Rudi Assauer hat irgendwann mal gesagt, dass der Präsident von Inter Mailand sowas hätte er noch nie erlebt, dass so viele Fans quasi die ganze Stadt einnehmen. Und wir hatten eine richtige blau-weiße Wand hinter uns. Also es war unfassbar, wie die Fans uns unterstützt haben. Im Parkstadion damals lief die Live-Übertragung. Ich glaube, da waren auch 30.000 oder 40.000 Zuschauer. Also es war eine unglaubliche Unterstützung von Seiten der Fans und ich habe noch Bilder im Kopf nachher, die ich mir dann angeschaut habe, wo die Kamera so hinter das Tor geht in den Block der Schalker, wo wirklich gestandene, erwachsene Menschen, Frauen und Männer Tränen in den Augen haben, geweint haben, als das dann letztendlich vollbracht war. Also es war schon sehr viel Emotion da drin. Welche Leute haben da bei Inter gespielt? Also sie hatten schon eine großartige Mannschaft, aber Inter war ja auch immer bekannt dafür, dass sie viele Stars zusammenkaufen und das muss ja nicht immer gleich dann als Team perfekt funktionieren. Ich weiß nur, Zanetti war wirklich ein Spieler, der war so ein bisschen mein Vorbild. 24 Jahre Argentinier, ein unfassbarer Mittelfeldspieler, das war eine Maschine. Muss wirklich sagen, die Laufduelle werde ich nie vergessen mit ihm, wenn ich dann seine Oberschenkel gesehen habe und wenn er angezogen hat. Djorkaeff, Bergomi, vorne Zamorana als Stürmer, also es waren schon absolute Top-Leute. Aber wir waren sehr gut eingestellt, taktisch von unserem Trainer eingestellt und wir haben einfach daran geglaubt, dass wir diesen Gegner schlagen können. Und ein Spruch hat Rudi Assauer uns immer wieder in die Köpfe quasi reingehämmert, Form schlägt Klasse. Und ich glaube, das hat damals dann auch Bestand gehabt. Und an die Feier werden Sie sich sicher auch noch erinnern können. Wie lange hat die dann gedauert? Das Problem war,
So richtig erinnern konnte ich mich im Nachhinein nicht mehr dran, weil da war schon zu viel Alkohol im Spiel. Nein, aber wir sind zurückgekommen in der Nacht noch aus Mailand und haben dann bis morgens um 6, 7 Uhr waren wir irgendwo in Gelsenkirchen. Ich glaube, ich bin irgendwo am Ende, bin ich irgendwo auf dem Gehsteig gesessen mit einer Dose Bier in der Hand und noch zwei, drei Spielern. Wir hatten dann auch im Empfang im Rathaus. Und dann gab es ja auch noch ein Corso durch die Stadt. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, wann das dann stattgefunden hat. Ich glaube, ein, zwei Tage später. Ich bin mir gar nicht, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber es war natürlich ein Wahnsinn, so einen Erfolg zu feiern mit all den Menschen, die ja den Fußball an erster Stelle haben in Gelsenkirchen und Umgebung. Und es war unfassbar, was sich da abgespielt hat. Ja, also es sind ganz, ganz tolle Erinnerungen. Im Nachhinein, es gibt, glaube ich, einen Videofilm darüber. Um das nochmal genauestens berichten zu können, müsste ich mir den nochmal anschauen. Wie gesagt, da sind viele Dinge weggeflogen, weil man auch irgendwo so richtig in Trance war. Man konnte das noch gar nicht so greifen und fassen. Aber es war mit Sicherheit, haben wir richtig gefeiert. Das steht fest. Und das nächste Spiel am Wochenende in der Bundesliga war dann wahrscheinlich nicht so ein Highlight. War ja nur 4 Tage später. Das Ergebnis weiß ich nicht, aber gewonnen haben wir auf keinen Fall. Das weiß ich. Also ein tolles Spiel damals. Wir kommen ja natürlich noch auf Ihre Karriere zurück. Dominik, Herr Müller, jetzt sind wir über einen Monat schon fußballlos. Also auch wir werden auch übers Fernsehen nicht mehr verwöhnt. Es läuft kein Bund, es läuft keine Premier League. Wie geht's euch damit? Und wie lange, denkt ihr, werden wir noch nicht ins Stadion dürfen? Fangen wir jetzt mit dir an, Dominik, bitte. Ja, ich glaube, dass damit keinen wirklich gut geht. Natürlich steht da am Fußball da hinten nach. Wichtig ist, dass wieder die Wirtschaft funktioniert. Wenn die Wirtschaft nicht wirklich funktioniert, dann wird der Fußball auch in Zukunft Probleme bekommen. Also das ist einmal das Hauptaugenmerk, dass rundum und um alles funktioniert. Also, man muss ja auch daran denken, dass kleine Betriebe wie Friseure, Restaurants, Hotels, die werden ja schon Probleme haben. Und wenn die Probleme haben, dann wird irgendwann der Fußball Probleme haben. Ja, und ich glaube, es wird dann schon langsam Zeit, dass wir wieder in Normalität zurückkehren. Und ja, dass jeder natürlich, jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Manager wieder giftig ist, am Platz zu stehen bzw. im Stadion zu sein, das ist klar. Wir haben ja mit sehr, sehr vielen Trainern Kontakt, mit sehr, sehr vielen Spielern Kontakt und ja, jedem geht es gleich. Jeder versucht aus der Situation das Beste zu machen. Die Spieler daheim versuchen sich individuell fit zu halten. Die Trainer versuchen über Talks, Interviews zu geben. Ja, aber es ist alles gut und schön. Ich will da nichts negativ reden, mag aber nichts schön reden. Es wird einfach Zeit, dass da wieder Normalität einkehrt. Und umso länger das Ganze dauert, es schadet einfach unserer Wirtschaft und unterm Strich dann im Fußball. Und ich hoffe, dass das jetzt da mal dann ein Ende findet. Ja. Ja, Herr Müller, jetzt hat der ehemalige Mannschaftskollege, der Jens Lehmann, gestern im Doppelpass den Vorschlag gebracht, man könnte doch trotzdem Zuschauer reinlassen, dann spielt man halt in München im 60.000 oder 70.000 Leute Stadion vor 20.000 Leuten und wurde dann dafür geprügelt, darf man keine anderen Ansichten mehr äußern und wie geht es Ihnen mit der Situation ohne Fußball? Ja, ist natürlich wirklich für keinen so richtig spaßig, dass der Fußball aussetzt, aber ich glaube, der Dominik hat es auch gerade richtig angesprochen. Die Probleme liegen sicherlich im gesamten Bereich, im wirtschaftlichen Bereich in Zukunft, aber auch so viele Kleinunternehmer, Mittelständler, egal, wen man da jetzt aufzählen mag. Also die haben erhebliche Probleme. Ich selber in der Familie habe einen Schwager, der wirklich Einzelhandelsgeschäfte hat und die seit Wochen schließen musste. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Natürlich macht das auch vor dem Fußball keinen Halt. Ich denke, dass wir in diesem Jahr kein Fußballspiel, zumindest in Deutschland, in der Bundesliga, glaube ich nicht, dass wir das mit Zuschauern sehen werden. Jens Lehmann ist einer, der immer so ein bisschen aneckt, der aber eine klare Meinung hat.
Und für mich persönlich, glaube ich, muss man so ein bisschen differenzieren, welche Möglichkeiten sind denn individuell da, um nicht nur jetzt im Fußball, sondern aber auch gerade im wirtschaftlichen Bereich, das so zu lockern, dass, und das ist das Allerwichtigste, dass die Gesundheit nicht gefährdet ist und dass man natürlich die ganzen Hygienevorschriften und Maßnahmen einhalten kann. Ich bin da wirklich kein Experte. Ich habe da keine Ahnung, wie sehr man Dinge lockern kann, ohne dass man einer Gefährdung ausgesetzt ist. Aber ich denke schon, dass wir zusehen müssen, dass wir nach und nach wieder zur Normalität zurückkehren und dann auch mit Maßnahmen sind, dass wir weiterhin Abstand einhalten müssen, dass wir zum Beispiel Schutzmasken tragen, dass wir gucken, dass wir Tests durchführen können. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, jetzt an der Tagesordnung stehen werden in den nächsten Monaten. Aber ich denke schon, dass es jetzt auch wichtig ist, den Menschen wieder ein Gefühl zu geben, wir können mit den richtigen Schritten zurück zur Normalität. Es wird sicherlich nicht von heute auf morgen einen Schnellschuss geben können. Ich glaube, das erwartet auch keiner. Aber wir müssen an die vielen Leute denken, die wirklich Probleme haben, ihren Arbeitsplatz zu sichern, dass sie ihr Einkommen haben, dass sie ihre Familie ernähren können. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung im Aspekt, dass wir wirklich die Gesundheit aller Menschen nicht gefährden. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die natürlich auch alle Regierungen in ihren Ländern entscheiden müssen. Gesundheit, da sind wir uns sicher alle einig, ist natürlich das allerhöchste Gut. Aber es wird wieder, weil es halt leider so ist, die großen Clubs wird es viel weniger treffen als die kleinen. Dominik, muss hier auch geholfen werden? Von staatlicher Seite, sage ich einmal. Ohne Breite keine Spitze und ich bin mir gar nicht so sicher, es werden viele große Clubs genauso Probleme haben. Wie gesagt, wenn die Wirtschaft nicht passt, wenn die Breite des Fußballs nicht passt, hat die Spitze dann auch irgendwann einmal Probleme. Und es hilft nichts. Natürlich, unterm Strich sagen wir immer, die Gesundheit geht vor, die geht auch vor. Da geht auch nichts drüber. Aber der Andreas sagt es richtig, wir müssen jetzt da schauen, dass wir wirtschaftlich schon langsam wieder anfahren. Jeder hat eine Familie daheim, jeder hat genug Rechnungen, die zu bewältigen sind. Auch das ist nicht schön. Das muss einmal funktionieren und dann wird der Fußball auch wieder funktionieren. Aber es wird eine Zeit dauern. Wie gesagt, um deine Frage zu beantworten, es werden nicht nur kleine Vereine Probleme haben, sondern auch große Vereine Probleme haben. Das Einzige, was vielleicht, wenn man es nimmt, positiv an der ganzen Sache unter den Strich ist, dass Vereine zu den Wurzeln zurückkehren, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt da besser mit unserem eigenen Nachwuchs ausarbeiten, wir müssen besser ausbilden, wir müssen schauen, eine bessere Durchlässigkeit zu geben für die Kampfmannschaftsspieler, für die erste Herrenspieler. Vielleicht nicht mehr so ständig Spieler einkaufen, sondern selber ausbilden. Und es wird bei den kleinen Vereinen so sein, dass da vielleicht die Durchlässigkeit ein bisschen größer wird und bei den großen Vereinen dann genauso, ja. Obwohl die Spitzenvereine wie natürlich Bayern München ist für einen auch nicht schön, aber die werden damit jetzt keine Riesenprobleme haben und da werden sie auch diese Transfersummen nicht jetzt großartig verändern. Transfersummen nicht großartig verändern, weil zuerst hat es ja geheißen, die sind alle um 30-40% heruntergegangen und dann liest man am nächsten Tag, Manchester United schnürt ein Paket 225 Millionen Euro für Harry Kane. Solche Summen waren zu ihrer Zeit noch unvorstellbar, oder Herr Müller? Ja, und es ist auch nicht gut. Also ich hoffe, dass wirklich ein Umdenken im Fußball stattfinden wird. Ich glaube auch, dass es einschneidende Maßnahmen geben wird bei den Vereinen, dass die Transfersummen, und ich rede jetzt mal von absoluten Topspielern, da werden immer noch sehr, sehr gute Preise bezahlt werden. Aber wie viele Topspieler gibt es auf der Welt? Ja, also es ist Ronaldo, der bald aufhören wird oder der am Ende seiner Karriere ist. Es ist Messi, der auch schon über 30 ist. Dann haben wir Mbappé, dann haben wir Neymar. Und dann haben wir aber schon eine Kategorie, wo ein bisschen nach unten geht.
Und ich glaube natürlich, für zwei, drei, vier absolute Weltklasse-Spieler wird in Zukunft vielleicht, aber auch nur vielleicht, diese Preise bezahlt werden, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Aber ich glaube, dass das ganze System überdacht werden muss, was Gehälter anbetrifft, was Transfersummen anbetrifft und auch was Beraterhonorare anbetrifft, beziehungsweise Beteiligungen bei Transfers von Berateragenturen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Niveau, das wir jetzt vor der Corona-Krise gesehen haben, dass das dauerhaft anhalten wird in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und es ist auch nicht gut. Es ist ungesund gewesen und vielleicht hat auch gerade der Fußball, ich meine, keiner braucht so ein Virus auf der Welt, aber vielleicht denkt der Fußball jetzt auch gerade in dieser Zeit mal drüber nach, wie kann ich einen Verein wirtschaftlich wieder auf ganz gesunde Beine stellen. Wie kann ich als Verein Rücklagen bilden für bestimmte Situationen, wenn der Verein nicht ganz erfolgreich ist oder wenn gerade so eine Krise kommt, wie jetzt da ist. Ich glaube, das sind Dinge, da muss sich jeder Verein, da muss sich jeder Verband, die Liga insgesamt, wirklich ist es eine große, große Chance jetzt, sich Gedanken darüber zu machen, wie geht der Fußball weiter. Aber du kannst es halt keinem mehr erklären, gerade jetzt in dieser Zeit, dass nach wie vor exorbitante Ablösesummen und Gehälter bezahlt werden. Das muss irgendwo jetzt mal ein Ende haben und es muss ein Schritt, nicht nur ein Schritt, sondern es müssen einige Schritte zurückgehen. Besonders schwer in dieser Zeit auch ist es natürlich für den Nachwuchs, weil gerade Kinder und Jugendliche sind ja oft nach Fußball verrückt. Die wollen jeden Tag kicken und sowas, jetzt dürfen sie es nicht. Dominik, was wird man tun müssen, damit man diese Jungen auch Talente an der Stange und beim Fußball hält und dass die nicht vielleicht irgendwo in abwandern, wenn das jetzt noch länger dauert? Gleiche Frage natürlich dann auch an den Herrn Müller. Also Fußball wird immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben und viele Jugendliche werden auch den Hobby ganz normal wieder nachkommen können. Was ich ein bisschen was für die Jungen ganz, ganz wichtig ist, ist einfach dieser soziale Kontakt, ob das jetzt da in der Schule ist, ob das im Verein ist. Und ich glaube, das ist einmal in erster Linie das Wichtigste, unabhängig davon, ob es ein Talent ist oder kein Talent ist. Wichtig ist, dass der soziale Kontakt wieder stattfindet. Das prägt einen, das entwickelt einen. Ja, und das glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, wir müssen wieder in eine Normalität kommen. Es ist okay, es war jetzt eine Zeit, die letzten 4, 5 Wochen, wo sich die Kinder vielleicht auch einmal nicht so schlecht, weil sie sich selber organisieren haben müssen, weil sie sich selber disziplinieren haben müssen und selber einen Tagesablaufplan gestalten haben müssen, sei es jetzt da, in der Schule, sei es trainingstechnisch. Das bedeutet, die Eigenmotivation wird dadurch etwas geschult, ja. Man muss immer dranbleiben, schulisch, man muss immer dranbleiben im Körperlichen, im Technischen. Also jeder muss ein Tagesprogramm gestalten. Aber das Soziale, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, egal ob es jetzt da wirtschaftlich ist, ob es jetzt da sozial ist, wir müssen einfach wieder zurückkommen, dass das ganze System wieder anfährt. Und ich mache mir aber keine Sorgen, dass jetzt da Spieler sagen, okay, sie brechen jetzt da ab oder spielen immer mehr weiter Fußball. Das glaube ich nicht. So wird es nicht sein, meiner Meinung nach. Herr Müller, aber ich glaube auch in dieser Zeit ganz wichtig, dass die Vereine und die Trainer auch in den unteren Klassen, natürlich in der Bundesliga wird das eh so sein, auch Kontakt halten mit ihren Spielern und denen ein Zeichen geben, ihr seid wichtig für uns. Ja, das geschieht auch. Also über die ganzen sozialen Netzwerke, ob es Skype ist oder WhatsApp oder Videocalls, was auch immer. Also ich glaube, das findet auf jeden Fall statt. Und auch die jungen Leute, wenn wir das Gröbste überstanden haben, die haben Spaß am Fußball. Die werden wieder zurückkommen. Die werden wieder spielen wollen. Die werden vielleicht sogar mit noch mehr Begeisterung zurückkommen, weil sie gesehen haben, was ihnen eigentlich jetzt in dieser Zeit fehlt. Dominik hat es gesagt, die sozialen Kontakte, einfach wieder in der Mannschaft zu sein, im Team, das macht ja Freude. Wichtig ist, dass wir insgesamt eine breite Solidarität entwickeln, nicht nur
bei einem Profiklub, sondern dass die Profiklubs auch bereit sind, gerade in den Ligen zu helfen, jüngeren oder Amateurvereinen, Jugendvereinen, dass man wirklich da eine Hilfe sieht. Und ich glaube auch, das wirkt sich auf den Transfermarkt aus. Jüngere Spieler können vielleicht die Möglichkeit bekommen. Heute habe ich gelesen, Michael Reschke hat es angeregt, wie es in Österreich eigentlich schon der Fall ist, dass man Spieler aus der ersten Liga verleihen kann oder abgeben kann in die zweite Liga. Ich glaube, das wird vielleicht vermehrt auch stattfinden, dass da eine große, breite Solidarität unter den Vereinen sich daraus entwickelt aus dieser Krise, um einfach vielen die Möglichkeit zu geben, wieder Fußball zu spielen und nicht irgendwo auf der Bank zu sitzen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, wir dürfen die Basis, da wo der Fußball herkommt, die ganzen Amateurvereine mit ihren Jugendvereinen, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, die sind richtig gefordert, da brauchen wir wirklich viel Hilfe, müssen wir denen beistellen. Weil ich denke, das ist das Entscheidende, dass es da auch finanziell ordentlich weitergeht, dass sie all die Möglichkeiten haben, die Talente dann auch zu fördern und auszubilden. Über den Transfersummenwahnsinn haben wir ja schon gesprochen und jetzt auch über den Nachwuchs. Sie sind ja 1984 mit dem VfB Stuttgart zum ersten Mal Meister geworden, mit Leuten wie Karl-Heinz Förster, mit seinem Bruder, mit Guido Buchwald. Wie viele Legionäre waren damals in diesem Meisterteam 1984? Also wir hatten zwei Legionäre, das war Askur Sigurvinsson, der Isländer, und dann hatten wir mit Dan Corneliusen, ein schwedischer Stürmer, der aber, glaube ich, erst in der Winterpause gekommen ist. Falsch. Er ist ein Jahr später dann in der Winterpause gewechselt. Also er war anderthalb Jahre beim VfB Stuttgart. Also es waren zwei Legionäre. Kann man natürlich mit heute nicht vergleichen. Damals war das so, dass wirklich die Mannschaften in der Bundesliga mindestens 80-90% waren rein deutsche Spieler. Aber ich denke, dass heute im Vereinten Europa oder insgesamt ist es auch kein Problem. Wir haben selber auf Schalke sehr viele Spieler damals gehabt, die aus Holland waren, aus Belgien, aus Tschechien. Das waren zum Teil die größten Publikumslieblinge, weil der Fan das sehr schnell angenommen hat, wenn sich ein Spieler mit dem Verein absolut identifiziert hat. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass sich ein Spieler, der bei einem Verein spielt, den Verein kennt, die Herkunft kennt, auch die Region kennt, was die Leute für Ansprüche da haben, was sie sehen wollen, was sie erwarten. Und ich glaube, das ist entscheidend heute, ja, dass du auch erfolgreich sein kannst, wenn du wirklich ein hohes Maß von den Spielern an Identifikation in dem Verein hast. Ja, das hat sich natürlich damals in der Mitte der 90er mit dem Bosman-Urteil, hat sich die Anzahl der Legionäre ja vervielfacht. Sie haben gespielt bei Stuttgart, dann glaube ich bei Hannover und dann eben 12 Jahre bei Schalke. Ein Highlight sicher, das Tor des Jahres 1991 gegen Kaiserslautern. Das haben wir leider nirgends gefunden, da gibt es kein Video, das man runterladen kann. Beschreiben Sie einmal dieses Tor. War, glaube ich, knapp vor Ende der ersten Halbzeit, 1-1. Ja, das war, ich bin da aus einer sehr schweren Verletzung herausgekommen. Ich hatte zwei Knie-OPs und bin dann in das Spiel eingewechselt worden, hatte da damals so ein bisschen meine Probleme dann auch nach der Verletzung mit dem Trainer Ristic, wobei ich den für einen absoluten Top-Trainer damals gehalten habe, nur wir hatten nicht so die zwischenmenschliche Beziehung, aber wie gesagt, ich bin dann ins Spiel reingekommen und da kam ein langer Ball, ich glaube von Uwe Leifeld, Peter Senscheid wollte köpfen. Und er wurde dann quasi eigentlich elfmeterreif von hinten gerammt und dann fiel er so nach vorne und in dem Moment kriegt er den Ball auf den Kopf und der Ball ist jetzt irgendwo hinter mir. Und das war einfach eine spontane Geschichte. Ich kann es selber nicht erklären, weil ich war jetzt kein Spezialist für Fallrückzieher. Das war der Klaus Fischer auf Schalke vor mir, vor meiner Zeit. Es ist mir einmal gelungen, aber war natürlich ein Bombentor.
Und ich glaube, mir ist zugute gekommen, dass wir so eine große Fanbase haben auf Schalke. Sehr, sehr viele Schalker-Fans haben sicherlich das Tor dann zum Tor des Monats und dann auch zum Tor des Jahres gewählt. Wobei ich sagen muss, das Tor gegen Bayern München zum 2-1, als ich den Ball in der 90. Minute zum 2-1-Siegtreffer reingeköpft habe und wir dann qualifiziert waren letztendlich für den UEFA Cup, das war eigentlich ein wichtigeres Tor. Und ich muss mal sagen, das wollte ich so. Ein Fallrückzieher, da kann man nicht sagen, dass man das so wollte. Vor allem, dass er dann auch da oben direkt in den Knick reingeht. Also das ist eine Menge Glück dabei gewesen. Bevor wir dann wieder zum heutigen Fußball zurückkommen, 338 Spieler in der deutschen Bundesliga, eine rote Karte, Thomas van Hessen, sage ich nur. Auch diese Szene würde man gerne nochmal von Ihnen hören. Ja, wir waren im Angriff, alle liefen nach vorne. Ich glaube, wir waren im Rückstand, so direkt nach der Halbzeit, eigentlich ein totaler Blödsinn, da schon aufzumachen. Aber der Einzige, der dann von der Mittellinie versucht hat, den Thomas van Hessen zu verfolgen und einzuholen, das war dann letztendlich ich. Und vor dem 16er habe ich dann so einen Armgriff um ihn herum gemacht. Er ist dann gefallen und damals gab es aber diese Notbremse, diese rote Karte noch nicht. Und deswegen war ich eigentlich schon perplex, als Schiedsrichter Ahlenfelder dann die rote Karte gezückt hat in Hamburg. Wobei er natürlich sehr stark bedrängt worden ist von all den Nationalspielern, die beim HSV auf der Seite waren, mit Manny Kals, mit Felix Magath und wie sie alle hießen. Da war er dann schon ein bisschen so eingeschüchtert und die großen Namen, ich war das kleine Licht damals. Von daher, okay, waren zwei Spiele Sperre, aber damals war das, glaube ich, die erste rote Karte, die für so ein Vergehen eigentlich vom Schiedsrichter gezeigt worden ist. Also Sie hatten eine schöne Karriere, haben aber auch dann noch erfolgreich weitergearbeitet als Manager bei Ihrem Ex-Club Schalke unter anderem. Wie sehen Sie heute die Situation bei Schalke? Die haben ja auch, wenn man das Summen liest, unglaubliche finanzielle Sorgen. Wie kann das sein bei so einem Zuschauerzuspruch, bei solchen TV-Verträgen? Was ist da los? Ja, es war eigentlich ist es die Normalität auf Schalke. Schalke hat immer Probleme gehabt mit den Finanzen. Es gab wenig Zeiten, wo der Club nicht im Minus war. Aber der Verein hat eine unglaubliche Kraft in Deutschland. Und ich bin auch da sehr überzeugt davon, dass sie die Situation in den Griff bekommen werden. Im Moment ist es sicherlich mit ganz heißer Nadel gestrickt, was normalerweise in so einer Situation nicht vorkommen darf, dass man auch ein paar Rücklagen hat für schwierige Zeiten. Das war auf Schalke noch nie der Fall. Das Problem ist halt, dass du mit den Großen mithalten willst in Deutschland. Und da zähle ich die Bayern dazu, natürlich Borussia Dortmund, auch mittlerweile Red Bull Leipzig. Und Schalke hat immer den Anspruch oder muss immer den Anspruch haben, international zu spielen, wenn es geht, natürlich immer Champions League. Und dazu brauchst du einen Kader, der auch die Möglichkeiten dafür schaffen kann. Und in den letzten Jahren sind sehr, sehr viele gute Spieler, was immer der Fall war, von Schalke weggekauft worden oder Schalke hat sie abgeben müssen. Draxler, Sahne, Kehrer, Max Meyer, zu meiner Zeit war es noch Mesut Özil, Manuel Neuer ist zu Bayern München. Also es sind schon wirklich verdammt gute Spieler, haben den Verein verlassen, weil sie woanders sportlich und vielleicht auch wirtschaftlich bessere Perspektiven gesehen haben. Und das konnte man in den letzten Jahren auch sicherlich mit den Spielern, die man geholt hat, nicht unbedingt dann adäquat von der Qualität her so ersetzen, dass man weiterhin unter den Top 4 mitspielen konnte. Es gab ein Jahr unter Tedesco, ist noch nicht so lange her, da ist man Vizemeister geworden, was aber auch vielleicht dann wieder so ein bisschen Sand in die Augen gestreut hat. Und das haben andere Vereine natürlich auch mit ihrer Personalpolitik, waren einfach vielleicht in dem einen oder anderen Punkt sicherlich etwas glücklicher und haben Transfers getätigt, die Schalke nicht machen konnte. Und von daher ist jetzt eine schwierige Situation. Du hast eigentlich kein Geld für Neueinkäufe. Du musst aber deinem treuen Publikum
Jedes Spiel ist mit über 60.000 Zuschauern ausverkauft und die Leute lechzen danach, dass du wieder international spielst. Und das ist die ganze Krux jetzt bei der Geschichte, dass du mehr Qualität in den Kader brauchst, um letztendlich wieder mit den Mannschaften, die im Moment zu Recht dann auch in der Bundesliga an der Spitze stehen, mithalten zu können. Und das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, besonders jetzt natürlich, dass die Geschichte, die Corona-Krise noch dazugekommen ist. Das schlägt sich aktuell noch nicht nieder, aber die wird sicherlich auch in den nächsten Monaten sich in den Büchern niederschlagen. Und dann muss man sehen, wie man sich neu aufstellt. Schalke hat eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Norbert Elgert, Dominik, du kennst ihn sehr gut, macht eine fantastische Arbeit, bringt jedes Jahr aufs Neue wieder den einen oder anderen raus, der in der Bundesliga bei Schalke den Sprung schaffen kann. Und Schalke hat auch diesen Weg eingeschlagen. Sie sind im Moment dabei, wirklich die Infrastruktur auf ein Top-Niveau in Deutschland herzustellen, gerade um die Ausbildung der jungen Spieler weiter zu fördern und zu perfektionieren, ihnen die besten Möglichkeiten zu geben. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, dass Schalke in den nächsten Jahren da wieder die Spieler entwickelt, die man schon hatte, und dann auch wirklich alles daran setzt, diese Spieler auch längerfristig zu halten, um erfolgreich mit Schalke in der Bundesliga spielen zu können. Und auch international dann hoffentlich bald wieder. Du, Andreas, zwei Fragen habe ich. In erster Linie für unsere Zuschauer, weil es dein Weg ist ja ungewöhnlich damals gewesen. Viele Spieler, die aufhören, die gehen ja in diesen Trainerbereich, du bist in diesen Managementbereich hineingegangen. Möchte mal von dir wissen, für die Zuschauer, wie schaut so ein Anforderungsprofil als Manager mal aus? Und die zweite Frage ist, weil diskutiert worden ist, du hast ja eh schon gesagt, Norbert Elgert bringt immer wieder, und sein Team natürlich, also er steht ja nicht alleine da, bringt immer wieder Spieler hinaus aus dem Schnittstellenbereich in den Profibereich. Warum schafft man es nicht, diese Spieler länger zu binden? Beziehungsweise, es ist ja jetzt da diskutiert worden im Doppelpass, dass diese Spieler immer, wenn der Vertrag ausläuft, dann weggehen. Wieso kann man die nicht länger binden? Fange ich mit der zweiten Frage an. Ja. Also ich denke, dass es sich natürlich gerade in den letzten Jahren sich unheimlich viel getan hat, was die Berater anbetrifft. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Heutzutage haben schon 16-Jährige, vielleicht sogar noch Jüngere, haben einen Berater an der Seite, und da hat es der Verein dann relativ schwierig. Früher war das ein bisschen einfacher. Da bist du mit den Eltern am Tisch gesessen. Die waren froh und dankbar, wenn ein Spieler dann einen Vertrag bekommen hat bei Schalke 04. Da war es auch kein Problem, frühzeitig dann, auch wenn man erkannt hat. Und das war natürlich auch sicherlich das Auge, was der Rudi Assauer hatte. Das muss man ganz klar sagen, dass er frühzeitig dann gerade auch die Spieler mit längerfristigen Verträgen an den Verein gebunden hat. Aber es ist mittlerweile so viel Geld dann auch ins Spiel gekommen in den letzten Jahren, dass es auch keinen Verein mehr stört, einen Spieler aus dem Vertrag herauszukaufen. Spieler werden verrückt gemacht, Berater verdienen mehr bei einem Transfer, wie wenn ein Spieler seinen Vertrag beim Verein verlängert. Ich glaube, das ist mit auch das Hauptproblem. Schalke ist nicht mehr in der Lage, so vielleicht wie, ich kenne nur einen Club in Deutschland, der in der Lage ist zu sagen, der Spieler bleibt, ausfertig, basta, das ist Bayern München, auch Borussia Dortmund. Ja, die Champions League Finale waren, die deutsche Meister geworden sind in den letzten Jahren, mussten einen Robert Lewandowski dann auch ablösefrei zu Bayern München ziehen lassen. Ein Mario Götze, ein Aubameyang, auch diese Vereine, die eigentlich sehr gut aufgestellt sind, die erfolgreich sind, verlieren solche Spieler. Nur der Unterschied ist es, sie haben durch ihr Scouting und durch ihre wirklich sehr gute Analyse des Kaders immer wieder geschafft, neue qualitativ hochwertige Spieler wieder in die Mannschaft einzubinden, ein gutes Auge gehabt im Scouting. Und das ist so in den letzten Jahren bei Schalke ein bisschen verloren gegangen. Und was ich vorher auch sagte mit der Identifikation, ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, Spieler zu holen, die natürlich eine hohe Qualität haben im Fußball. Aber ich persönlich sage, wenn du 10% büße ich gerne ein an fußballerischer Qualität, hab dafür aber vielleicht 20% oder 30% mehr Mentalität, mehr Identifikation mit dem Club. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt,
wo man wirklich nicht außer Acht lassen sollte. Zum Managerjob, ja, der Rudi Assauer hat mich damals gefragt, er möchte unbedingt, als ich so im letzten Jahr als Profi war, dass ich die Amateurmannschaft als Trainer übernehme. Und dann war es nachher die U19 oder andersrum, erst die U19, dann die Amateurmannschaft. Und ich sollte das schon machen, wo ich noch in der Zeit Spieler war, das letzte Jahr. Und da habe ich gesagt, Rudi, das geht nicht. Entweder bin ich Spieler oder bin ich Trainer. Aber beides, glaube ich, geht absolut nicht. Und irgendwann saßen wir dann nochmal zusammen und da waren eigentlich schon meine Zelte, wollte ich abbrechen und in meine Heimat gehen. Und dann sagt er, ich will dich nicht verlieren. Was kannst du dir denn vorstellen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, das Einzige, was mich reizen würde, ist eigentlich im Managementbereich. Und dann hat er direkt gesagt, du, das ist die Idee, du kommst zu mir, du wirst mein Assistent. Dann waren wir irgendwann mal im Bundesligaspiel in Freiburg, saßen wir in der Sauna, er, der Präsident Jupp Schnusenberg und meine Wenigkeit. Und dann haben wir das per Handschlag in der Sauna besiegelt, quasi, dass ich als Assistent bei ihm einsteige. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, weil natürlich kann man sowas vielleicht nicht studieren oder man kann Sportmanagement studieren. Ich bin ja auf dem Wirtschaftsgymnasium gewesen, ich habe BWL-Kenntnisse, Rechnungswesen und so weiter, das habe ich schon gehabt. Aber ich glaube, das reine Gefühl zu entwickeln, wie führt man einen Verein oder eine Mannschaft, wie geht man mit denen um, ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man learning by doing. Und ich habe einen Bombenlehrmeister gehabt mit dem Rudi. Ja, und 6 Jahre zu lernen war eine lange Zeit. Aber er hat schon nach 2 Jahren mir sehr viele Dinge in meine Hand gegeben, wo ich wirklich selbstständig machen durfte, immer mit in Absprache mit ihm natürlich. Aber ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich dann auch nachher das selbstständig leiten konnte. Aber die Zeit war enorm wichtig. Ich war bei allen Terminen dabei. Ich war am Anfang die ersten, glaube 1,5 Jahre saß ich von morgens bis abend in seinem Büro. Wir haben über alles geredet. Ich habe seine Telefonate mitgehört, wie er gesprochen hat, wie er verhandelt hat, wie er auch mit den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle umgegangen ist. Er hatte immer dafür ein offenes Ohr. Also er hat den Job gemacht, wie ich das eigentlich mir vorstelle. Und ich glaube, Uli Hoeneß ist sicherlich der Top-Manager gewesen in den letzten Jahren in Deutschland, wie er Bayern München dahin gebracht hat. Aber ich glaube, der Rudi stand ihm nicht so viel nach. Und ich glaube, die Art und Weise, wie die beiden ihr Geschäft gemacht haben, gibt es in der Art und Weise heute nicht mehr. Und ich glaube auch nicht mehr, dass es heute diesen Alleinmacher geben wird in Zukunft mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist so groß geworden, die Vereine sind so gewachsen, dass da sicherlich auf sehr viele Schultern das mittlerweile verteilt wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin immer noch ein Fan dafür, dass die endgültige Entscheidung, wie man in einem Verein Entscheidungen trifft, die sollte jemand treffen, der aus diesem Geschäft kommt. Und dazu, glaube ich, ist es immer gut, wenn er selber auf dem Rasen stand, wenn er Bundesliga gespielt hat und wenn er dann sicherlich auch wirklich gute Leute aus Bereich Finanzen, Marketing an der Seite hat. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es doch wichtig zu wissen, wie riecht der Rasen, wie ist die Kabine. Ich glaube, das ist für mich nach wie vor ein entscheidendes Kriterium darüber, dass ein Verein erfolgreich ist. Und die Vereine, die an der Spitze jetzt in Deutschland stehen, da kann man nur mal nach Dortmund schauen, da sind Ex-Profis am Werk, ob es Michael Sorg ist, ob es dann auch schon als Assistent oder in der Warteschleife Teammanager ist es Sebastian Kehl, Matthias Sammer ist in der beratenden Funktion, Bayern München brauche ich nicht weiter ausführen. Also es gibt da etliche Vereine, auch Ajax Amsterdam, die vor nicht allzu langer Zeit mit ganz wenig Möglichkeiten in der Champions League bis im Halbfinale waren, mit Overmars und mit Van der Sar. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn man absolute Fachleute im Team hat und in einer entscheidenden Position, um dann letztendlich auch zu bestimmen, gerade in Personalentscheidungen, weil die sind das Wichtigste für den Verein,
was Trainer anbetrifft oder auch Spieler insbesondere. Ja, Personalentscheidung. Kommen wir zu den Österreichern in der deutschen Bundesliga, zu ihrer aktiven Zeit. Hat man dazu maximal eine Hand gebraucht, um die Österreicher in der deutschen Bundesliga abzuzählen? Meistens weniger, weil die meisten sind nur auf der Bank gesessen. Heutzutage schaut das ganz anders aus. Also das Standing der österreichischen Fußballer beim deutschen Fußballfan auch hat sich, glaube ich, schon sehr geändert. Absolut, absolut. Also beste Beispiel ist jetzt gerade auch Florian Kainz, den ich auch bei Rapid hatte. Er hat sicherlich keine einfache Zeit am Anfang gehabt, jetzt in Köln bei Gisdol, aber er hat sich da reingekniet und reingehängt. Und ich glaube, dass die Ausbildung in Österreich gerade im technisch-taktischen Bereich und vor allem auch im individualtaktischen Bereich auf der jeweiligen Position, im Nachwuchsbereich sogar, besser ist als in Deutschland. In Deutschland wird schon sehr früh darauf geachtet, dass du eine gewisse Robustheit, eine gewisse Athletik mitbringst, um einfach den Anforderungen dann später gleich im Profibereich standzuhalten. Aber rein von der Ausbildung, was die Arbeit mit dem Ball angeht und vor allem auch auf der jeweiligen Position, das wird in Österreich sehr individuell gestaltet und das bringt viele Vorteile für die Spieler mit sich. Das größte Problem ist dann sicherlich die Umstellung in der Trainingsintensität. Da schauen die Österreicher manchmal ein bisschen komisch rein am Anfang, wenn es dann quasi im Training schon so zur Sache geht wie im Spiel. Und da sind dann 20, 22, 24 Spieler, die wirklich schon im Training so Gas geben, als wäre es ein Spiel, um einfach den Platz zu sichern. Nicht nur im Kader, sondern dann sicherlich auch unter den ersten Elf. Aber man muss sehen, wer kann diesen körperlichen und physischen Herausforderungen dann auch Herr werden. Und da sind die Österreicher mittlerweile, haben sich etabliert, haben sich gut gemacht. Und deswegen wird auch immer wieder das Auge von Deutschland nach Österreich gehen, weil die Integration ist natürlich allein schon von der Sprache her und von der Nähe her, weil ich glaube, jeder schaut in Österreich die deutsche Bundesliga, die kennen sich alle gut aus, die Jungs. Ich weiß das, wo ich bei Rapid war, da wurde die Bundesliga und die Premier League immer sehr, sehr verfolgt, sehr intensiv verfolgt. Und es gibt wirklich, wirklich sehr, sehr gute Spieler. Man sieht es auch gerade die in Salzburg waren, die jetzt in Leipzig groß aufspielen. Marcel Sabitzer habe ich selber bei Rapid gehabt. Also es gibt wirklich sehr viele gute Spieler mittlerweile aus Österreich, die in der Bundesliga nicht nur Fuß gefasst haben, sondern auch wirklich überzeugend Fußball spielen. Andreas, du hast gerade Rapid wieder angesprochen. Achso, Entschuldigung, bitteschön. Nein, ich wollte eben die noch fragen, weil du ja auch A-Lizenz-Trainer bist. Zu Rapid, bitte auf die Frage bin ich dann angesprochen. Was hat sich in den letzten 10 Jahren oder sogar länger im österreichischen Nachwuchs geändert, dass man jetzt wirklich viel bessere, besser ausgebildete Fußballer in Österreich haben und damit auch in die ganze Welt bringen können, in die ganze Fußballwelt? Was war da entscheidend? Was war da so der Knick? Ja, in erster Linie sind wir natürlich nachgezogen, was die Leistungszentren betrifft und die Akademien betrifft. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, diese Spieler, die zumeist dann ins Ausland gehen, also der Andreas hat es richtig gesagt, bei uns sind diese Spieler individuell gut ausgebildet auch am Ball. Und dann, wenn sie ins Ausland gehen, dann brauchen sie immer eine Zeit, bis sie sich an diesen körperlichen, in dem Fall in Deutschland, an dieses körperliche, ja, robuste Spiel auch gewöhnen. Und man merkt einfach, dass sie oft 1 bis 2 Jahre überhaupt in Nachwuchs wechseln, 1, 2 Jahre brauchen, bis er sie durchsetzt. Ich glaube, Kainz war das Paradebeispiel, das hat ein bisschen dauert, bis er sie durchsetzt. Ich glaube, der war dann von Rapid zu Werder Bremen, Andreas. Ja. Und bei Werder Bremen, da ist er noch nicht so ganz zum Zukommen und jetzt der nächste Step. Da hat es einfach funktioniert, genauso bei Sabitzer. Der hat sich bei Red Bull Leipzig dann extrem entwickelt. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall dranbleiben, Spieler auszubilden. Und Andreas hat es vorhin schon ein bisschen angesprochen, in Deutschland überwiegt schon mehr der Raum und das Athletische wie der Ball.
Und ich habe jetzt die letzten paar Jahre ein wenig Angst, dass das in Österreich auch passiert. Wir greifen sehr viel früh ein, wir gehen sehr früh in die Taktik gegen den Ball hinein. Der Raum steht zumeist schon in erster Linie. Wir dürfen diesen Weg, den wir vor Jahren angefangen haben zu gehen, nicht verlassen. Und zwar, das bedeutet, unsere Spieler auszubilden, individuell, balltechnisch besser machen, positionstechnisch besser zu machen, Lösungen zu finden im taktischen Bereich mit dem Ball. Und Österreich ist für mich oder bleibt für mich immer ein Ausbildungsland. So soll es auch sein. Das ist jetzt nichts Negatives gemeint. Und dann den nächsten Schritt zu setzen, ist auf jeden Fall einfacher. Aber wir neigen momentan die letzten Jahre dazu, viel zu taktieren, mit dem Raum zu arbeiten. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht wieder in die falsche Richtung gehen. Und ja, darum bin ich da ein bisschen kritisch momentan und sage das auch immer offen, wie es aktuell läuft bei uns die letzten Jahre. Wir haben auch jetzt Probleme, muss man auch sagen. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Austria Wien hat seit Jahren nicht wirklich viele Durchlässigkeit, was Nachwuchsspieler betrifft, die sind die erste Mannschaft, also die sie durchgebracht haben. Rapid Wien hat genauso Probleme. Also unsere Großclubs von damals haben massive Probleme, Spieler, junge Spieler in die erste Mannschaft zu integrieren, frühzeitig. Und wir müssen wieder schauen, dass wir in die andere Richtung kommen. Und vielleicht ist jetzt da die richtige Zeit dafür, diese Spieler wieder frühzeitig zu integrieren. Jetzt deine Frage bitte, Dominik, an den Andreas Müller zu Rapid. Ja, genau. Andreas, warst du dann bei Rapid Wien und ich sehe jetzt der Rapid Wien, also, du hast vorhin schon gesagt, die Entscheidungen werden aufgeteilt auf mehrere Leute heutzutage. Ich sehe das jetzt so als großes Schiff, wo es dann einen Kapitän gibt. Wo, an was ist es gelegen, dass Rapid letztendlich diesen Weg nicht weitergegangen ist? Gibt es da mehrere Kapitäne, der eine sagt, der muss nach rechts, der andere sagt nach links, der andere sagt geradeaus. Was stimmt bei Rapid Wien nicht, dass sie über die letzten Jahre keinen konstanten Weg gehen? Naja, die Ansprüche bei Rapid sind natürlich immer sehr, sehr hoch und das Geld war auch zu meiner Zeit nie so richtig da. Wir haben natürlich dann schon durch Teilnahme in der Europa League und auch gute Transfers haben wir wirtschaftlich schon eine gute Basis gelegt. Auch durch das neue Allianzstadion, glaube ich, hat sich das deutlich verbessert, die Situation bei Rapid. Ja, es ist, ich glaube, zu meiner Zeit, ich wollte so ein bisschen noch mehr Professionalität reinbringen, auch ein bisschen eine härtere Gangart. Vielleicht war das ein Fehler, dass ich vielleicht zu viel auf einmal wollte, aber gewisse Strukturen wollte ich einfach verändern. Und ich glaube einfach, man muss bereit sein, auch neue Wege zu gehen und nicht in den eingefahrenen Dingen zu bleiben. Sicherlich eine große Thematik, Dominik, das weißt du auch, war ein großer Einfluss der Fanszene auf den Verein. Und das war mit mir einfach nicht zu machen. Und ich glaube, daran ist letztendlich dann auch die Beziehung zwischen Müller und Rapid gescheitert. Weil ich glaube, man braucht sehr, sehr viel Mut, um Dinge dann auch anzustoßen. Da hilft nicht, wenn man sich versteckt oder wenn man den Dingen aus dem Weg geht. Dann gibt es natürlich mal Konfrontation, aber die Angst, dass es dann aus allen Angeln gehoben wird, war vielleicht dann auch zu groß, aber es ist eine Erfahrung, die man einfach machen muss. Wir haben in Deutschland auch größere Probleme mittlerweile mit gewissen Fangruppierungen. Aber ich glaube, dass du als Verantwortlicher des Vereins musst du einfach zusehen, dass du die Dinge regelst und dass du klare Leitplanken ziehst. Und da gab es dann in meiner Zeit halt dann auch unterschiedliche Auffassungen zwischen mir und dem Präsidium. Und ich glaube, dass du dann schon ein bisschen so ein Spielball wirst und nicht mehr eigenständig die Entscheidungen triffst. Der Rapid ist ein toller Club, ein absolut toller Club und ich habe die Zeit dort genossen. Es war eine fantastische Zeit. Ich habe sicherlich auch genügend Fehler gemacht, aber ich glaube, dass wir einen Weg eingeschlagen haben,
wo wir immer qualitativ eine sehr hochwertige Mannschaft hatten, die sehr guten Fußball spielen konnten. Wir haben auch, glaube ich, in der Europa League Spiele abgeliefert, als wir da teilgenommen haben. Ich glaube, in der Gruppenphase damals von 6 Spielen haben wir 5 Siege eingefahren. Wir hatten ein tolles Trainerteam an der Spitze mit Zoran Barisic, den ich für einen exzellenten Trainer halte nach wie vor. Er ist jetzt Sportdirektor. Ich glaube, er ist trotzdem mehr Trainer als Sportdirektor. Aber wichtig ist, dass Rapid jemand hat, der über ein absolutes Fußball-Know-how verfügt. Und dann muss man natürlich aber auch Dinge sehen, die nebenbei laufen. Und da hat sich dann auch zwischen mir und ihm hat sich was entwickelt, was nicht so gut war. Ich habe da sicherlich auch zu wenig Kommunikation dann mit ihm betrieben und er mit mir. Eigentlich war es schade im Endeffekt, aber wir hatten eine tolle Zeit. Dann hat man Entscheidungen getroffen, die wirklich für Rapid ja nicht so doll waren, weil man dann auch im Personal Entscheidungen getroffen hat, die einfach nicht gepasst haben. Das kann immer mal wieder passieren, aber ich denke, das Schlimmste ist, was man haben kann, ist eine gewisse Ungeduld. Ja, und daraus aus Emotionen dann Entscheidungen zu treffen. Von daher braucht man sicherlich da auch genügend Erfahrung und genügend Geduld. Aber ich habe es vorhin gesagt, Rapid muss eigentlich jedes Jahr Meister werden. Ja, und wenn nicht, dann ist wirklich immer sehr viel Unruhe im Verein. Und deswegen braucht man innerhalb des Vereins wirklich eine absolute Geschlossenheit, auch mal Krisensituationen durchzustehen. Und sie haben 2 Fachleute am Ruder, Trainer mit dem Didi und mit Zoran. Deswegen glaube ich auch, dass sie wieder diesen Weg, der eingeschlagen war, wo man dann ein Stück weit abgekommen ist, dass dieser Weg auch wieder eingeschlagen wird, dass man da auch wieder zurückkommt. Rapid hat unglaublich viel Schätze in seinem Nachwuchs. Und wenn man die Jungs richtig einbindet mit der nötigen Weitsicht, mit der nötigen Geduld, dann kann da richtig eine tolle Truppe wieder entstehen. Ja, aber Dominik, ist das nicht genau ein Problem, was du schon angesprochen hast und was auch die Fanszene bei Rapid nicht versteht? Österreich ist ein Ausbildungsland und jetzt auch ein Stefan Schwab ist ja schon wieder umworben. Das wird man auch in Zukunft nicht verhindern können, dass die besten Leute wieder von Rapid weggehen, oder? Unterm Strich soll es also so sein. Also wenn man den jungen Spieler diese Chance gibt, sie werden sie auch, viele werden sie nutzen, einige werden sie vielleicht nicht nutzen, aber der Andreas hat richtig gesagt, sie brauchen in erster Linie Geduld, natürlich auch, also nicht nur vom Trainer, auch vom Vorstand und vor allem für die Fans, für die Spieler, die dann neu in dieses Wasser geworfen, in dieses Becken geworfen waren, das ist ein enormer Druck. Ja. Und Fans polarisieren, Fans können dich pushen, Fans können dich aber, auch wenn du als Spieler nicht gestärkt bist, auch zerstören. Keine Frage. Ich habe jetzt da nur so ein Bild im Kopf. Ich glaube, der Andreas war eh damals ein Sportdirektor dort, wo ein Spieler, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ausgebuht worden ist und allein von Fansektor gestanden ist und alle Spieler waren weg und kein Vorstand war mehr am Platz, kein Trainer war mehr am Platz. Ich glaube, du bist der Einzige, wir haben damals geredet, der den Spieler nachgegangen ist. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. So, ist ja egal, aber sowas darf auf jeden Fall nicht mehr passieren. Nochmal, ich glaube, wichtig ist, dass man allgemein im Verein Geduld hat, dass man eine Linie gemeinsam geht, dass man auch einen Plan hat, diese Spieler einzusetzen. Ohne gestandene Spieler wird es auch nicht funktionieren, ist klar. Und unterm Strich braucht man dann die Geduld, diese Spieler weiterentwickeln zu lassen. Das wird immer so sein. Kommen wir jetzt noch zu einem anderen Thema, Europameisterschaft. Wir haben uns ja heuer schon wieder auf einen tollen Fußballsommer gefreut. Wurde unter Anführungszeichen natürlich zu Recht verschoben auf das nächste Jahr. Keiner weiß, wie sich das alles entwickeln wird. Wäre es nicht von der UEFA her eine Idee, von dieser Idee der Austragung in 12 Städten wegzukommen und 1 oder 2 Länder zu suchen, um das konzentriert austragen zu können? Frage wieder an beide.
Soll ich Herr starten? Andreas? Ja, da starte ich. Für mich ist es der allergrößte Quatsch, der je entschieden worden ist, eine Europameisterschaft in verschiedene Städte zu geben, und auch Länder. Also, das ist auch ein Punkt jetzt, an die UEFA, aber auch FIFA. In erster Linie Europameisterschaft ist UEFA. Aber da wieder zurückzukommen, ich meine, es ist doch ein Highlight, wenn in einem Land eine Europameisterschaft stattfindet. Ja, und das ist, mir geht da irgendwo was flöten, sage ich ganz ehrlich. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Dieses Fest, was man erlebt hat, egal in welchem Land es war, es sind immer ganz tolle Erinnerungen, die man da hat. Aber jetzt das in verschiedene Städte dann auch zu geben, Länder zu geben, ich halte davon überhaupt nichts. Und möglicherweise, und ich hoffe, dass auch jetzt nach dieser Krise, die wir haben durch Corona, dass man sich Gedanken macht, nicht noch mehr das Ganze aufzublähen, sondern einfach auch mal wieder zurückzufahren. Eine Weltmeisterschaft mit 48 Vereinen, völliger Humbug, völliger Quatsch. Also ich weiß nicht, wer auf so eine Idee kommt, aber es ist getrieben von Profit, ja, von Vermarktung, von mehr Fernsehgelder. Wo soll das hinführen? Wir müssen einfach wieder zurückkommen zu einer ganz normalen Geschichte im Fußball, dass auch der Fan erkennt, das ist wieder irgendwo, läuft es gerade und es ist ehrlich und man kann sich auf was freuen und nicht nur, dass in erster Linie der Profit steht. Natürlich spielt das Geld immer mehr eine Rolle, ist immer wichtiger, aber ich glaube, wir haben jetzt Zeit zum Überlegen, wirklich, wie wir die nächsten Dinge angehen, sei es in den Ligen, bei jedem eigenen Verein. Oder dann auch, wenn es gewisse Meisterschaften gibt in Europa, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Also ich bin ein totaler Verfechter davon, dass man sagt, man richtet es in einem Land aus, ja, und dann hat ein Land die Möglichkeiten, das Land zu präsentieren, dass man sich näher kommt, dass Leute wieder reisen können, eine Möglichkeit haben, Kontakte zu knüpfen, in die Stadien zu gehen. Und wirklich Fußballfeste zu feiern und die anderen machen in ihren Ländern, machen in Public Viewing alles wunderbar. Ich glaube, das ist das, was der Fan haben möchte. Auch deine Also, Meinung, Dominik? ja, ich schließe mich da an natürlich. Also der komplette Zauber geht verloren. Also bevor man so eine Wischiwaschi-Regel macht, soll man die Europameisterschaft lieber absagen. Ist zwar hart, aber es geht, so wie der Andreas sagt, zumeist schon mehr um das Geld. Und ja, wir sollten jetzt einmal wieder drüber nachdenken. Und das war der wichtige Punkt, was Andreas angesprochen hat. Wir spielen schon mehr Qualifikationen, als was tatsächlich dann die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft stattfindet. Dieser ganze Zauber geht verloren. Wir müssen wieder weniger Mannschaften zur Europameisterschaft, weniger Mannschaften zur Weltmeisterschaft zulassen. Eine Qualifikation soll wieder eine Qualifikation sein. Mir kommt die Qualifikation momentan so vor, es ist eh alles dabei, so quasi. Ne? Also für mich ist es, so wie Andreas sagt, es geht nur noch ums Geld. Wir müssen wieder vielleicht 2 Schritte retour machen. Eine Qualifikation soll wieder eine Qualifikation sein. Und die Leute sollen sich dann wieder freuen mit den besten Mannschaften dann auf eine Europameisterschaft und dann auf eine Weltmeisterschaft. Und dann wird es ein großes Fest, dann wird es wieder ein Riesenzauber werden. Und dann wird der Fußball wieder so, wie man eigentlich haben wollen. Ist nicht dieser Nations Cup eigentlich auch nur eine Aufwertung von Freundschaftsspielen, wenn man sich nicht über Umwege noch für eine Endrunde qualifizieren könnte? Für mich auch der größte Schwachsinn aller Zeiten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nations Cup. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, weil es ist dann auch nochmal wieder ein Wettbewerb, wo du dann auch wieder eine Belastung hast für die Spieler. Ja, die kommen ja gar nicht mehr raus aus dem nochmal Pflichtspiele, immer obendrauf satteln. Also ich halte ganz normal, so wie es in der Vergangenheit war, dass man auch als Nationaltrainer sein Team hat für ein paar Freundschaftsspiele, wo man auch mal testen kann, wo man auch mal junge Leute bringen kann und nicht immer gleich den Druck haben muss, weil du dann in der Presse zerrissen wirst. Ja, jetzt hast du da gegen die Holländer verloren oder da kommt das und qualifizierst dich nicht.
Also ich halte das für absolut überflüssig, diesen Wettbewerb. Ja, schließe ich mir an. Also es geht einfach diese Geilheit auch verloren für jeden Fan. Und wir brauchen es ja nur in der Champions League schauen. Wie viel schauen sie diese Qualifikationsspiele an? Jeder freut sich dann nur noch auf die Endspiele. Und das darf dann nicht sein, das Ganze. Und für die Spieler natürlich, so wie es Andreas sagt, ist es eine Riesenbelastung, eine zusätzliche Belastung, die nicht wirklich notwendig ist. Merkt man ja auch, wie man zum Beispiel in Österreich die Auslosung zur Nations League jetzt verkaufen will. Man spielt gegen Rumänien, man spielt gegen Norwegen und man spielt gegen Nordirland und sagt jetzt, boah, toll, haben wir eine attraktive Gruppe. Bitte nichts gegen diese Nationen, die spielen alle guten Fußball. Nur wo, könnt ihr mir da erklären, wo die attraktive Gruppe ist? Und das geht ja. Es ist nicht wirklich mehr was attraktiv. Alles, was zu viel ist, wird auch nicht mehr attraktiv, wird nicht mehr sexy. Und der springende Punkt ist einfach, wir müssen das, was jetzt passiert, nutzen, um wieder zurückzukommen zu den Wurzeln, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber zu einer 5, 6, 7, 8 Jahre, so wie es war. Diese Qualifikationsrunden, diese Spiele auslassen, weil es einfach keinen Spaß mehr macht, zuzusehen. Ich bin der Überzeugung, irgendwann fliegt uns das alles um die Ohren. Weil ich glaube, dass der Fan, vor allem jetzt in der Situation, wir erleben das, dass der wirklich nachdenkt, der kommt zur Ruhe, der kann seine Dinge mal wieder ordnen, auch wenn es in der Situation recht schwierig jetzt ist. Aber ich glaube, das Wenigste, was jetzt im Moment der Fan braucht, sind diese aufgeblähten Wettbewerbe. Ja, und deswegen bin ich ziemlich sicher, es wird irgendwann, wird der Fan sagen, das Ganze, was aufgebläht ist, mache ich einfach nicht mehr mit. Wir haben in Deutschland schon, früher waren die Länderspiele, da hast du kaum Karten bekommen, ja, auch wenn es Freundschaftsspiele waren. Heute kriegst du kein Länderspiel, es sei denn, es kommt jetzt mal Argentinien, Brasilien, einfach mal so die Karten eben verkauft, weil es dann auch im Ticketpreis für eine Familie, wenn der Vater mit seinem Sohn oder mit der Frau und hin will, auch dann auch noch zu teuer ist. Ja? Also wir haben schon da in der Hinsicht, obwohl wir eine große Fußballnation sind, und obwohl alle immer gerne zu den Länderspielen sind, wir kriegen die Stadien in der Größenordnung, die wir es hatten, nicht mehr so voll und nicht mehr so einfach voll. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum einfach so viele Spiele, so viele Wettbewerbe dann sind. Ich glaube, viele blicken schon gar nicht mehr durch, was ist Nations League. Okay, da kann ich mich als Sieger der Gruppe dann qualifizieren für die Europameisterschaft, aber das muss einer mal alles verstehen, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und sobald Deutschland absteigt, das haben wir ja im Eishockey schon gehabt, wird gleich aufgestockt, damit man die Werbeerträge und so aus Deutschland weiter lukrieren kann. Genau so ist es. Also geht es wieder nur ums Geld. Ja, da erfindet man dann eine Möglichkeit, dass Deutschland weiter dabei bleiben kann. Aber wie gesagt, es ist die Zeit, ist jetzt da, wirklich nachzudenken, umzudenken und eine Basis wieder zu schaffen, wo wir nachher wieder alle Spaß haben. Darum geht's. Bevor wir dann langsam zum Ende kommen und wir schauen uns wieder zum Glück sehr viele Leute zu, eine Frage an den Herrn Müller hätte ich vom Lukas Kabun. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt zum Mesut Özil? In seinem Buch sind Sie ja unter Anführungszeichen nicht so gut weggekommen. Ach ja, Mesut, das ist eine Geschichte für sich. Um das ganz kurz auf den Punkt zu bringen, als ich damals Manager auf Schalke war und den Vertrag mit Mesut verlängert habe, ich habe ihn verlängert, sein Berater, sein Vater saßen bei mir am Tisch. Und wir haben diesen Vertrag, der noch anderthalb Jahre lief oder fast zwei Jahre lief, haben wir um 4 Jahre verlängert. Wir haben uns die Hand gegeben. Unser Präsident Jupp Schnusenberg war dabei. Das war an einem Mittwoch. Am Donnerstag bin ich in die Kabine. Der Mesut ist zu mir gekommen, hat sich bedankt und hat gesagt, Manager, vielen Dank. Toller Vertrag. Er war ein sehr junger Spieler noch. Und am Samstag hat er in München beim Spiel gegen Bayern München nicht gespielt, da saß er auf der Bank. Und am Montag hat mich der Berater angerufen und hat gesagt, Mesut unterschreibt den Vertrag nicht,
weil er hat kein Vertrauen mehr zum Trainer. Und damit ging die ganze Geschichte los. Und ich habe nach wie vor, weil ich das auch so, ich bin so groß geworden unter Rudi Assauer, wenn ich einem die Hand gebe, zählt es mehr als ein Blatt Papier. Dass er das dann in seinem Buch so darstellt, habe ich mitbekommen, hat mich aber nicht weiter interessiert, weil das ist eine Geschichte, die für ihn spricht, für sich spricht. Alle Beteiligten, die dabei waren, wenn die sich vor den Spiegel stellen, wissen die ganz genau, wie die Sache abgelaufen ist. Und es hat sich dann hingezogen bis zur Winterpause, wo ich ihm nochmal die Möglichkeit gegeben habe, darüber nachzudenken und den Vertrag zu unterschreiben. Dann wurde hin und her diskutiert und dann habe ich gesagt, wenn der Junge das nicht machen möchte, dann ist er nicht der richtige Spieler für Schalke 04, auf Schalke weiterzuspielen, vor allem dann auch zu seinem Wort zu stehen, wenn man die Hand gibt. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, diesen Spieler zu verkaufen. Alles klar. Dominik, hast du jetzt noch Fragen an den Andreas Müller? Sonst hätte ich noch eine Abschlussfrage an euch beide. Der Andreas und die telefonieren in den letzten Tagen so viel. Also aktuell nicht. Und ja, eins vielleicht noch, eine Frage wäre vielleicht noch zum Abschluss. Kommen wir noch einmal auf Schalke zurück. Du hast ja einen sehr, sehr guten Draht zu Norbert Elgert. Der bringt immer wieder Spieler heraus. Wo siehst du diesen Zauber, dass Schalke generell immer wieder Jugendspieler rausbringt? Wer so mein Gebiet ist generell? Ich glaube, dass sie gerade im Junioren-Scouting sehr, sehr gut sind. Dass sie immer wieder, ich meine, die Region Nordrhein-Westfalen bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, Spieler zu scouten, zu sichten. Dann natürlich auch viele Spieler, wenn die vom Interesse hören von Schalke 04, wissen, da ist ein Chefausbilder, sage ich jetzt mal, in der U19. Wenn ich das bei dem schaffe, dann habe ich wirklich eine gute Voraussetzung, eine gute Basis, um mich im Profibereich vielleicht durchsetzen zu können. Norbert ist aber nur die Hälfte wert. Die andere Hälfte ist genauso wichtig, seine Frau. Also mag man jetzt vielleicht drüber schmunzeln, aber auch seine Frau ist bei den Gesprächen teilweise dabei, wenn Neuzugänge oder wenn sie Spieler kontaktieren. Und ich glaube, dass er ist natürlich sehr belesen, aber auch sein direkter Aufbau im Nachwuchsbereich ist natürlich phänomenal. Und er ist sehr, sehr hart. Ich kann das beurteilen. Ich habe viele Trainingseinheiten auch mitverfolgt bei ihm. Also ich glaube, dass sein Training einem Profitraining nichts nachsteht. Und wer da durchkommt und wer bei ihm da auch als Stammkraft wirkt, der hat schon eine gute Voraussetzung für seinen weiteren Weg Richtung auch Profikarriere. Aber er ist kein Zauberer. Er ist kein Zauberer, wenn ich das noch sagen darf. Aber er arbeitet wirklich unermüdlich Tag und Nacht. Er überprüft sich selber immer und er will natürlich das Maximale aus jedem Spieler herausholen. Und seine Erziehung, nicht nur was Fußball anbetrifft, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich, ich glaube, die Schule muss man einfach genießen. Viele verstehen das in dem Alter noch nicht, was er von ihnen will. Es gibt viele Fußballer, die gesagt haben, erst nach 3, 4 Jahren, jetzt weiß ich, was der Norbert Elger damals gemeint hat. Ja, ich habe das ja ein bisschen miterleben dürfen und durch seine Gespräche auch. Aber damals war es ja so, war das Sané gerade verletzt. Und dann hat er mir gezeigt, bei WhatsApp ist, ich bin mit meinen Spielern immer in Kontakt, aber meistens dann, wenn es einer schlecht geht. Und ich glaube, auch das macht es aus. Und in seinem Buch sind ja sehr viele Spieler, die sich sehr, sehr gut äußern, so wie du ja richtig sagst. Die meisten kommen erst nach 3, 4 Jahren drauf. Aber ein sehr spannender Typ auf jeden Fall. Ja. Ja. Angenehmer Mensch. Ja. Sehr angenehm, ja. Wie ist denn das Standing von Alessandro Schöpf und von unserem Kärntner, von Guido Burgstaller bei den Schalke-Fans?
Also als Guido Burgstaller von Schalke 04 verpflichtet wurde, da habe ich schon ein bisschen schlucken müssen und habe gedacht, boah, das ist aber eine Hausnummer. Du gehst von Nürnberg auf Schalke quasi mit den Ansprüchen. Er war innerhalb kürzester Zeit, war er Publikumsliebling, weil er genau das verkörpert, was die Menschen im Ruhrgebiet sehen wollen. Leidenschaft, unermüdlicher Einsatz, für nichts zu schade. Und die haben den Bogi, die haben den ins Herz geschlossen. Auch wenn er jetzt zuletzt nicht mehr so von Anfang an gespielt hat. Die letzten Spiele kam er dann wieder rein. Aber er geht vorne weg und er hat sich, glaube ich, auch in all der Zeit über Rapid, wo er dann auch in England war und bei Nürnberg, wo er, ich glaube, zur Halbsaison war er Torschützenkönig in der zweiten Liga. Er hat sich viele Dinge erarbeitet. Guido ist manchmal einer, der unberechenbar ist für den Gegner, aber auch für seine Mitspieler, manchmal unberechenbar. Ja, er macht manchmal wahnsinnige Sachen. Und von seiner Art, wie er Fußball lebt, wie er es verkörpert, passt er 100% auf Schalke. Schöpf ist ein Megatalent. Der ganz große Durchbruch, dass er der absolute Stammspieler bei Schalke ist, sehe ich noch nicht so, aber er ist nie weg und er hat sehr viele Fähigkeiten. Ich glaube, er muss sich noch mehr im Körperlichen und von der Dynamik her und im Durchsetzungsvermögen, da muss er sich noch steigern. Aber rein vom technischen Niveau her, vom Fußballspielen her, ist er sicherlich für Schalke oder ist er auf Schalke einer der Spieler, die am weitesten beschlagen sind von der Technik her. Ja, und jetzt meine letzte Frage an beide. Fangen wir mit dem Dominik an. Dominik, deine Meinung, sag du den Fußballfans, warum man sich auch auf Geisterspiele freuen sollte? Wir haben das ja schon in der letzten Champions League-Runde gesehen. Es ist ungewohnt. Warum sollen sich die Fans auch auf Geisterspiele, sogenannte Geisterspiele, freuen? Na, die sollen sich nicht auf die Geisterspiele freuen. Das Einzige, um was da geht, ist fair die Bundesliga zu Ende zu spielen. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, da geht es ja auch um Geld, das im Hintergrund steckt, oder Geld, was da drin steckt. Es geht um Jobs, es geht um Existenzen. Und ja, dass der Fan hat da momentan gar keine Freude daran. Aber wie gesagt, momentan stehen andere Dinge an, die wichtiger sind. Und es sind eben die Vereine, Existenzen, Jobs und natürlich dann auch Fernsehgelder, die da dranhängen, um diese Existenzen und Jobs am Leben zu behalten. Und um das geht es. Aber freuen kann man sich da gar nicht drum. Da wird sich ja keiner freuen und soll sich auch nie einer freuen drum. Ja. Andreas Müller, dieselbe Meinung? Also es ist in den letzten Tagen ein offener Brief rausgekommen, gerade von der Fanszene in Deutschland. Und die lehnen das strikt ab, dass Geisterspiele stattfinden sollen, weil die Probleme ganz anders gelagert sind und nicht jetzt auch noch Fußballspiele ohne Zuschauer stattfinden müssen. Es ist ein sehr interessanter Brief. Ich glaube, da ist vieles richtig drin, was geschrieben wird oder was geschrieben wurde. Es ist wirklich zu überdenken, ob es denn letztendlich so wichtig ist, dass der Fußball wieder seine Tore öffnen kann, damit die Spiele stattfinden, damit die Vereine überleben. Es ist, ich bin da wirklich zweigeteilt. Auf der einen Seite weiß ich, finden die Spiele nicht statt, wird die Saison abgebrochen, dann wirst du 50% der Vereine, und ich rede jetzt nur über die Bundesliga, von der zweiten Liga, dritte Liga, und es ist ja dann, was sich nach unten zieht, ganz zu schweigen, die wirst du wahrscheinlich dann nicht mehr sehen. Die werden große, große Probleme haben, überhaupt überleben zu können. Von daher kann ich natürlich alle, die daran arbeiten, ein gewisses Szenario auf die Beine zu stellen, dass es so gut wie möglich über die Bühne gehen kann. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, wenn ein Fan sich darüber Gedanken macht, gibt es nicht noch etwas Wichtigeres als im Moment, dass der Fußball wieder rollt.
da ein Urteil darüber zu treffen. Ich als ehemaliger Fußballer und auch Manager, ich wäre natürlich dafür, dass die Bundesliga wieder rollt. Ich habe mir ein Geisterspiel angeschaut im Fernsehen. Das war das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Boah, da tue ich mich richtig schwer, wenn du da reinschaust und du vernimmst gar nichts. Manche kommen ja schon auf die Idee, so eine App zu installieren, dass Stadiongeräusche, Fangesänge, Torjubel etc. pp. Ich glaube, das ist natürlich, und ich denke, also heute ist zumindest die Tür in Deutschland dafür geöffnet worden, dass am 9. Mai die Bundesliga fortgesetzt wird. Und da muss man sehen, wie die Vereine, welcher Verein kommt am besten damit klar, weil ich glaube, das ist auch für die Spieler was ganz Neues, in einem Stadion zu spielen, wo kein Mensch drin ist und eine Atmosphäre zu haben, die keine Atmosphäre ist, die man auf jeden Fall vom Fußball her so kennt. Aber es ist ein heikles Thema, es ist ein schwieriges Thema und ich glaube, man muss wirklich alle Dinge abwägen, auch die ganzen Tests, die man durchführen muss, von den Spielern, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Und es gibt so viele Menschen, jetzt gehe ich nur mal hier in Deutschland, wo du das eigentlich durchführen musst und ist da dann der Fußball, hat eine Sonderstellung, wie es von den Fans dann letztendlich proklamiert wird. Dieses Schreiben kann ich schon verstehen. Ja. Also es ist ganz, ganz schwer, da eine Entscheidung zu treffen, ein Spiel zu sehen ohne Zuschauer, ob es jetzt im Stadion ist oder am Fernsehen, macht mir persönlich keinen Spaß. Ich weiß auch nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Anschauen werde ich es mir auf jeden Fall. Ich sage auf jeden Fall danke, Andreas Müller, und danke, Dominik Vogelsinger, für einen höchst interessanten Abend, für ein höchst interessantes Gespräch. Wir sehen und hören uns morgen wieder. Morgen um 18 Uhr haben wir den Austria Wien Manager Markus Kretschmer hier zu Gast und übermorgen um 19.30 Uhr den österreichischen Eishockey-Teamchef, den Roger Bader. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und Gesundheit und hoffentlich bis bald. Danke. Schönen Abend. Dankeschön.